Mein Name ist Ksenia Birukova, ich bin Stationsärztin von Intensivstation Thoraxklinik Heidelberg. Zum Glück ist es so, dass meist verläuft Covid-19-Krankheit mit milden oder moderaten Symptomen und stellt keine Gefährdung für die Gesundheit. Da die Thoraxklinik Heidelberg ist ein Fachzentrum für die Lungenerkrankungen mit Expertise in Beatmungstherapie und in extrakorporelle Membranoxygenierung, sehen wir ganz andere Verläufe. Meist die Patienten brauchen eine Beatmungstherapie. Das heißt, die Lungenfunktion ist so beschädigt und die Patienten müssen mit Hilfe von Medikamenten in eine künstliche Koma gelegt werden. Da werden sie beatmet von einem Beatmungsgerät. Das heißt, dass Luft wird mit Überdruck in die Lungen eingepresst, um Gasaustausch zu gewährleisten. Unsere Erfahrung und Studien haben gezeigt, dass die Verbesserung von der Ventilation ist zu erreichen, falls Patient Lagerungstherapie kriegt. Das heißt, ein Patient wird im Beatmungszustand schlafen, von Rücken auf den Bauch gelegt und bleibt so 16 bis 20 Stunden und dann wird zurückverlegt. Ja. Es ist leider nicht, dass allein die Atmungssystem geschädigt von Virus wird und diese Patienten haben auch Probleme mit Kreislauf, mit Nierenfunktion, mit zentralen nervösen System und mit dem Risiko von Blutungen und Thrombosen. Es ist auch so, dass bei immunabgeschwächten Patienten kommen auch andere Infekte mit Bakterien und Pilzen und diese Patienten brauchen eine komplexe antibakterielle Therapie. Wenn es kommt zum schweren Verlauf von Krankheit, dann wird diese Behandlung von einem Patienten dauern Wochen bis Monate. Und natürlich wird diese Kapazität auch verbraucht. In die Behandlung von einem Patienten sind eingewickelt mehrere Personen. Es ist nicht nur Pflege und Ärzte, es ist auch Atmungstherapeuten und Physiotherapeuten, es sind Logopäden, die sind konziliarisch auch die Ärzte von 8 anderen Disziplinen. Deswegen ist es extremer Aufwand für das ganze System. Und leider, weil es gibt genug Krankheiten, die auch oder Patienten, die auch intensivmedizinische Betreuung brauchen. Wir können in dieser Zeit auch nicht in komplettem, vollem Umfang Hilfe zu ihnen leisten. Ja, deswegen ist es enorm wichtig, dass man sich an die Regeln hält und versucht, die Zahl von Infekten so möglich wie niedrig zu halten und um gewährleisten, dass jeder von Patienten, von Betroffenen auch maximale Hilfe kriegt. Ja, das ist ganz wichtig, dass an die Regeln zu halten, die allgemein bekannt sind. Es geht um Kontakteinschränkungen, um Abstand halten, um Tragen von Mund-Nasen-Schutz und um Händedesinfektion. Ich kann ganz gut vorstellen oder nachvollziehen, dass je länger diese Maßnahmen eingeführt werden sollen, desto niedriger ist Toleranz und schwieriger fällt es, sich an diese Einschränkungen zu halten. Ich muss aber sagen, es ist unbedingt nötig, so zu machen, sonst können wir nicht garantieren die maximale Therapie für jeden Patienten. Auf keinen Fall mit weiteren Leuten kontaktieren. Bitte zu Hause bleiben, mit dem Hausarzt oder Gesundheitsamt kontaktieren und schauen, wo und wann man kann am schnellsten ein Testergebnis kriegen. Falls es schwieriger wird und die Symptome werden steigen und man kriegt Luftnot oder andere Probleme, bitte Notarzt anrufen und nicht selber ins Krankenhaus fahren.